Lieber Bruno Gröning Freundeskreis, mein Name ist Hugo, Hugo Gröning. Ich melde mich aus dem Jenseits und ich muss euch heute mitteilen, dass ich sehr enttäuscht bin. Nicht von euch, nein, ihr seid unschuldig. Es ist mein Bruder, der euch und mich viele Jahrzehnte über die Wahrheit im Unklaren ließ. All die Jahre hat er für sich beansprucht, ein Medium Gottes zu sein, durch das der überirdische Heilstrom die Menschen von ihren Gebrechen und Krankheiten befreit. Doch heute offenbare ich euch die ganze Wahrheit. Ich war es, der im Hintergrund die Fäden zog. Ich operierte die Kranken, verordnete ihnen Medikamente, schickte sie zu Therapien. In meiner Praxis, Dr. Hugo Gröning, konnten zahlreiche hilflose Menschen ihre Qualen und Schmerzen ablegen. Durch meine soziale Natur und auf Grundlage meines hippokratischen Eids konnte ich irgendwann nicht länger zusehen, wie sich mein Bruder Bruno mit seiner sinnlosen Existenz herumschlug. Seine Zukunft war in Gefahr und weil er täglich mehr auf die schiefe Bahn drohte zu geraten, half ich ihm mit einer Idee aus, die auch von mir stammte. Wir bauten vor meiner Praxis ein weiteres Haus, in dem empfing dann er die heilsuchenden Patienten. Nachdem diese dann in einen narkotischen Schlaf versetzt worden sind, kümmerte ich mich um sie mit schulmedizinischen Instrumenten. Wenn die Patienten dann nach Tagen oder Wochen aufwachten, ahnten sie nichts davon, wie viel Zeit verstrichen war und verließen, oft geheilt, seine Praxis. Doch als eines Tages das Geschäft meines Bruders so gut lief, entschied er sich dafür, mich zu entlassen. Er fing an zu glauben, dass er diese Fähigkeit, Menschen zu heilen, durch die Arbeit mit ihnen entdeckte. Tausende Menschen, die sich dann zu ihm aufmachten, erhielten keine medizinische Hilfe mehr. Doch auch wenn sie weiterhin krank blieben, ließ sich mein Bruder Bruno nicht mehr davon überzeugen, dass eine ärztliche Mitwirkung im Hintergrund erforderlich war, um den Kranken zu helfen. Er brach den Kontakt zu mir ab und baute sein Geschäft immer weiter aus. Das gesamte Konzept seines Wirkens beruhte auf meiner Idee. Jedoch war für mich immer wichtig und unverzichtbar als Arzt, sämtlichen Geschehnissen beizuwohnen. Ich bin schwer enttäuscht von der Dummheit und Gleichgültigkeit meines gemeinen Bruders Bruno und will hiermit dazu beitragen, dass alle Anhänger seines betrügerischen Systems aufwachen. Bruno Gröning war kein Wunderheiler, sondern ein der Schulmedizin und den Naturwissenschaften spottender Verlierer. Ich war sein großes Vorbild. Auch den Kropf hat er sich nachträglich einspritzen lassen, nur um mir noch ähnlicher zu sehen. Für ein Medizinstudium war er zu faul. Statt einen ehrlichen Weg zu gehen, entschied er sich zur eigenen Bereicherung,
die Existenz anderer zu gefährden. Daher bitte ich hiermit den Bruno Gröning Freundeskreis zur Rettung der Ehre umzubenennen in Hugo Gröning Kumpelrunde. Herzliche Grüße, Ihr Hugo Gröning.